Mölfe fragt Pete Smeed: Im Haus welcher Celebrity würdet ihr gerne mal Verstecken spielen oder übernachten? Zu seinen Lebzeiten noch in der Playboy Mansion. Ein Megateil, kannst du bestimmt mega geil Verstecken spielen und du kriegst auch bestimmt super viele Sachen mit. Super Aktion, da wäre ich gern gewesen. So auf die Schnelle kenne ich gar kein Haus von einem Celebrity. Haben die nicht alle Riesenhäuser einfach und Pool und so? Ist das nicht dann relativ egal? Also, wer hat denn so ein, weiß ich nicht, also, hier, hatte nicht Richard Garriott mal, weiß ich noch, der hatte mal so ein Haus, wo der irgendwie so Geheimgänge und so ein Kram hatte und irgendwie sowas. Das, sowas finde ich geil, aber ich glaube, das musst du dir auch wieder verkaufen. Ja, bei dem. Da ich so gut wie keine Häuser von Celebrities kenne, ist mir das, glaube ich, eigentlich relativ egal, muss ich ehrlich sagen. Also klar, wenn wir uns mal da irgendwelche Häuser angeguckt haben, irgendwelche fetten Häuser beim Reacts oder sowas, wir hatten ja das hier von Jesse Pinkman, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, Aaron Paul, ist der Aaron Paul? Ich glaube, er ist Aaron Paul. Ja, war halt ein schönes Haus, ne? Aber ich glaube, die haben alle irgendwelche fetten Häuser. Von daher ist mir das echt total egal. Eigentlich im Haus jedes Celebrities, aber am liebsten von irgendwelchen Filmstars in L.A., weil die wahrscheinlich so richtig krasse Mansions haben. So ein Leonardo DiCaprio beispielsweise. Da sind dann wahrscheinlich noch irgendwie 30 Models oder so, tut auch nicht weh. Und da dann Verstecken spielen und übernachten, klingt doch lustig. Okay, in welchem Haus würde ich gerne mal Verstecken spielen? Keine Ahnung, ich kenne keine Celebrities, die krasse Häuser haben. Bei Bibi im Haus, boah, in den Wandschränken. Oh, das ist vielleicht ganz witzig. Ja, das ist eine gute Idee. Werde ich nie wiederfinden. Bei Bibi im Haus, im Wandschrank. A, weißt du nicht, hinter welcher Wand ein Wandschrank ist. Dann weißt du nicht, ob hinter dem Wandschrank nicht noch ein Wandschrank ist. Und es gibt so viele Wandschränke, dass du nicht weißt, wo ein Wandschrank ist. Beziehungsweise kann man nicht auch draußen irgendwie in den Wänden? Draußen gibt es auch Wandschränke, also das wird keiner schnallen. Ich glaube, wenn Jonathan da suchen würde, der wird sich wahrscheinlich in den Wandschränken selber verlaufen und dort sich selbst verlieren und irgendwann auch in einem Wandschrank verstecken. Wir werden alle zu Wandschränken.